Und nun erzähl mir mal was von Kaiser Karl dem Großen. Klepperbein. Kaiser Karl der Große. Karl der Große war, wie schon der Name sagt, sehr groß. So. Ein ziemlich großer Kaiser. Hm. Du bist ein ziemlich großer Dummkopf. Setzen. Weißt du vielleicht ein bisschen mehr? Klaus? Karl der Große wollte sein Land bis nach Spanien ausdehnen. Er wurde von den Spaniern vertrieben und da passierte die Sache mit Roland. Gut. Erzähl uns doch mal, was du davon weißt. Fritz. Die Sache war so. Karl der Große zog sich mit seiner Armee über die Pyrenäen zurück. Aber die Spanier drängten hinterher. Da sagte Karl der Große zu seinem Freund Roland. Mensch, sagte er, erstellst du dich mal hier an den Engpass und lässt keinen durch. Lieber Karl der Große, sagte Roland, auf mich kannst du dich verlassen. Komm gut nach Deutschland und grüß meine Frau. Und dann riss der Kaiser mit seiner Armee aus und Roland verteidigte seinen Engpass mit seinem Säbel. Daran starb er schließlich. Und Karl der Große wurde ein berühmter Mann. Anton! Anton! Mensch, Anton! Anton, Gast! Entschuldige bitte, dass ich dich geweckt habe. Du bleibst hier, die anderen ab durch die Mitte. Anton, ich sehe mir das nicht mehr länger an. Deine Hausaufgaben machst du so flüchtig, dass es eine Schande ist. Und nun schläfst du auch noch im Unterricht ein? Was ist denn mit dir los? Warst du früher ein so braver Junge? Bist du krank? Fehlt dir etwas? Nein. Also so geht das nicht weiter. Ich werde mal deiner Mutter einen Brief schreiben. Nein, bitte nicht, Herr Bremser. Ich habe mir das lange genug angesehen. Was zu viel ist, ist zu viel.